Konnichiwa, Anime und Game Otakus. Willkommen zurück zu einem neuen Part von God of War. Ja, wir sind diesmal bereit. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht wieder, ja, gestört. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ja, witzig. Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Ja, der Tote ist der Dünger. Ich weiß ja nicht, ob das die Lösung ist. Los. Jürt. Wenn ja, dann wäre das ziemlich einfach für mich. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Aber nicht viele anscheinend. Wie er schon weiß, wo die Bilder herkommen, also... Hier wirklich. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Krass. Die Musik dazu ist auch gerade voll episch, ne? Was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Okay. Odin ist, also wirklich, Odin ist ein richtiges A-Loch. Ein richtiges A-Loch. Man hört nur Schlechtes über ihn und das ist, wird Wo auch ist die Wahrheit sein. Keine Ahnung, ich war noch nie. Der Stein, das muss sie sein. Tyrs Gruft. Oh, das sieht so cool hier aus. War ja klar. Hey! Was passiert denn jetzt? Hattest du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Verteidigungsmechanismus. Okay. Was ist das hier? Ach, hier kann man klettern. Ich habe keine Ahnung. Wir klettern einfach mal. So, zack. Da steht etwas. Junge! Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Probleme eher mit dem Kopf lösen als mit den Füßen. Ist nur recht. Tyr stellt unseren Verstand auf die Probe. Ja, das tut er.
Der Schlingel. Aber ist auch richtig so. Das wäre sonst ein bisschen... Ja, das wäre blöd, wenn es jetzt zu einfach wäre. Ah, wie viele Schätze hier sind. Das ist ja geil. So als Pirat möchte ich gern alles haben. Ja, in meinem Herzen bin ich ein Pirat. Ich mag Piraten. Auch wenn sie jetzt nicht so wirklich gute Leute sind, aber egal. Ich musste gerade irgendwie überlegen, weißt was ich jetzt sage. Jemand so beliebten war echt paranoid. Ja, dank Odin hat er allen Grund. Ja, bei Odin würde ich das auch machen, ne? Das kann ich total nachvollziehen. Ich sammle da auch ein bisschen die Sachen ein, weil ich will mir gut gebrauchen. Ich muss sowieso einmal hier rumlaufen, um zu gucken, was es hier gibt. Ich bin nämlich verwirrt. Bruder, eine Falle für die Winde von Heden. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde wovon? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich, aber... Darüber sprechen wir später. Was soll das denn heißen? Bist du jetzt unglücklich darüber? Boah, hier sind überall Schätze. Geil. Ja, damit. Schätze, die ich nicht haben darf. Das ist blöd. Sonst verlierst du sie. Tja. Ist da irgendwas? Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Bitte was? Führ dich selbst auch ein. Du sollst ihn nehmen, Junge. Ja, Junge. Nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau, deshalb kann dich niemand leiden. Oh, der war schön. Oh, das ist so stumpf einfach hier. Butter. Finde, es ist ein kleines aber nicht nett. Buttermesser. Oh, mein Gott. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt da nicht durch. Okay, ich komme klar. Ich komme nicht klar, Lüge. Aua, aua, aua. What the fuck? Alter. Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade nicht hier, um dich wieder zusammenzubringen. Sei still, komm. Okay. Oh, halt die Klappe da hinten an den Billingplätzen. Alter. Wo ich da festgehangen bin, hat es mir das ganze Leben einfach ausradiert. Ja, hatte ich ja nicht mehr viel Chancen, ne? Hier, nimm dein Buttermesser. Früher ich selbst auch ein. Du solltest ihn nehmen, Junge. Ja, Junge. Nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Wie gut, genau, ich mag das. Schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Ich mag das. Aber Vater kommt da nicht. Bleib bloß vor. Freya ist gerade auf dir, um dich wieder zusammenzubringen. Sei still, komm. Da kommt... Ey, okay, okay, okay. Aber wie komme ich denn da durch?
Oh, so. Ja, hätte ich das mal vorher gesehen, ne? Scheiße. Das sieht mega krass aus. Alter. Sieh mal da! Spinnenweben überall. Geil. Wie lange das hier schon liegt? Krass. Das ist griechisch, oder? Oh. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Ist das ein Pharaon, eine Krone oder sowas? Mach ich nicht. Eine ganz schön große. Dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Einfach mal hier ein bisschen randalieren. Oh, ich habe diese Statue kaputt gemacht. Tut mir leid. War bestimmt wertvoll. Wir müssen noch 3 Siegel finden, habe ich gesehen. Ach du Scheiße, die sind hier ziemlich gut versteckt. Also die werden hier verteilt sein, glaube ich. So, dann können wir hier durch. Mach dich bereit, Junge! Oh. Ja, wer seid ihr denn? Gut. Ist doch mehr aufgetaucht. Ja, passt schon. Ein bisschen metzeln. Immer gut. Fertig, schade. Das ist jetzt nicht wichtig. Sie war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! Oh Mann, ey.
Okay. Ich wollte nur gucken, ob ich hier auch vielleicht ein Siegel finde, aber keine Ahnung. Gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde einfangen. Ja, ist ja gut. Hey! Das war jetzt ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Mysticha. Sehr ungünstig der Zeitpunkt. Hör zu, ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Wow, der Kleine ist wirklich echt gut. Ich mag seine Einstellung. Mehr schmale Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hin. Viel Glück. Ja, danke. Au. Oh. Oh, das, ja, das ging schnell. Oh, ich dachte, da ist ein Zwischenraum, aber ist es nicht. Okay, dann muss ich da irgendwie anders durch. Wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Zu einem bestimmten Zeitpunkt oder so. Das kann ja lustig werden. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Mehr schmale Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht sehen. Viel Glück. Alter! Scheiße, ich war zu langsam. Okay, jetzt schaffen wir es aber. Ich war etwas... ja, zu langsam. Ah, nur ein bisschen. Hab mich nur aufgespießt. Hey, scheiße, ich drücke immer das Ausweichen. Hör zu, ich will von jetzt an nur die ja, Wahrheit. Du kriegst ja? Die Wahrheit ab jetzt. Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will du kriegst lernen. Sie. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Ja, okay, ich hab's jetzt verstanden, Junge. Mehr Schmerzen Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Ja, danke. Und ich dachte, die Segen wären fies. So, das ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe mich nur gerade ein bisschen angestellt. Zu langsam reagiert einfach.